Vielen Dank, Katie von Beverförde. Wir machen alle mit bei One of Us und ihr seht und Sie sehen, dass die Frage nach dem Lebensschutz sehr vielfältig ist. Den Schreiern sage ich, man kann so schlecht zuhören, wenn man schreit. Deshalb ist es schade, dass ihr nicht mitbekommt, was wir an guten Argumenten haben. Intelligente Menschen hören auf Argumente. Also. Jetzt begrüßen wir Professor Holm-Schneider. Er ist Leiter der molekularen Pädiatrie der Universität Erlangen und er kommt mit seiner Sekretärin. Er ist Experte für Down-Syndrom und ich empfehle allen, hört genau zu, was diese beiden Menschen uns zu sagen haben. Auch hier geht es darum, Ja zum Leben zu sagen, Ja zum Leben zu spüren, zu sehen, zu erfahren, zu begreifen. Es gibt nichts Kostbareres, als Ja zum Leben zu sagen. Ja, ich bin Kinderarzt und habe viel mit Menschen zu tun, die irgendeine angeborene Besonderheit aufweisen. Manche sind krank und brauchen medizinische Hilfe, andere sehen nur anders aus als die meisten. Beides kann heute ein Todesurteil sein. In Belgien und in Holland ist es inzwischen erlaubt, ein neugeborenes Kind, das schwer krank ist, zu töten. Das haben Ärzteorganisationen festgelegt. In Dänemark finanziert der Staat seit 2004 ein vorgeburtliches Trisomie-Screening für alle Schwangeren. Heute werden dort kaum noch Kinder mit Down-Syndrom geboren. In den USA kam vor kurzem das erste Retortenbaby zur Welt, dessen Erbgut komplett überprüft worden war, bevor das Kind in Mutters Bauch eingesetzt wurde. Seine Schwestern und Brüder im Reagenzglas hatten diesen Gentest nicht bestanden. Hier bei uns in Deutschland ist vor 3 Monaten eine Änderung der Schwangerenvorsorge in Kraft getreten. Jeder Schwangerin wird jetzt angeboten, ihr ungeborenes Kind gezielt auf Fehlbildungen untersuchen zu lassen, und zwar als Kassenleistung. Die Verantwortlichen sorgen sich nun, wie man genügend Frauenärzte dazu befähigt, Normabweichungen beim Ungeborenen zuverlässig zu entdecken. Fragt auch jemand, ob diese Ärzte in der Lage sind, mit dem Befund angemessen umzugehen, ob sie Zeit für die notwendigen Gespräche mit den Eltern haben? Das Recht auf gute Hoffnung wird immer weiter untergraben. Wer viel sucht, der findet irgendetwas, das die Schwangere beunruhigt und neue Untersuchungen nach sich zieht. Mit den Ängsten schwangerer Frauen lassen sich glänzende Geschäfte machen. Seit einem Jahr ist in Deutschland der Prena-Test auf dem Markt, mit dem man meint, die Diagnose Down-Syndrom gleich am Anfang der Schwangerschaft stellen zu können. Diese Diagnose ist fast immer ein Todesurteil für das Baby. Können Sie sich eine schlimmere Form von Diskriminierung vorstellen? Weil es bei diesen Tests schon einige Fehldiagnosen gab und deshalb gesunde Kinder abgetrieben wurden, raten die Ärzte sicherheitshalber zu einer Fruchtwasseruntersuchung. Doch wie viele Frauen, die in der 12. Schwangerschaftswoche die Diagnose erhalten, warten noch weitere 4 Wochen auf eine Fruchtwasseruntersuchung? Welche Frau geht noch 4 Wochen mit einem Kind schwanger, dessen Abtreibung für sie eigentlich beschlossene Sache ist? Dabei haben Studien gezeigt, dass eine Abtreibung langfristig mit einer viel größeren Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergehen kann als die Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom. Warum werden überhaupt solche Kinder aufgespürt und der Selektion ausgeliefert? Was ist so schrecklich an ihnen, dass man ihnen das Recht auf Leben verweigert? Ich denke, das liegt an den völlig falschen Bildern in vielen Köpfen. Vage Befürchtungen der Eltern werden dem Lebensrecht eines Menschen übergeordnet. Deshalb habe ich eine junge Frau mit Down-Syndrom mitgebracht, die von ihrem Leben erzählen wird und gern dazu beiträgt, falsche Bilder zu korrigieren. Ich heiße Michaela Schack. Ich habe das Down-Syndrom und kann eigentlich ganz gut damit leben. Früher war es so, dass Kinder mit Down-Syndrom nicht mit den anderen
in einer Regelschule lernen durften. Gott sei Dank hat sich das geändert. Ich war auf einer Regelschule, sodass ich jetzt über viele Themen Bescheid weiß. Es war für mich nicht immer einfach, im Unterricht mitzuhalten. Dafür hatte ich eine Schulhelferin. Mit dem Down-Syndrom geht alles langsamer, auch beim Denken. Deshalb bekam ich keine Schulnoten, sondern ein Wortgutachten. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich so viel gelernt habe. Auch wenn ich es mit meinen Mitschülern manchmal nicht leicht hatte. In meiner Freizeit tanze ich gerne. In unserer Kirche mache ich bei der Vorbereitung von Familiengottesdiensten mit. Ich kann gut schwimmen und war mal bei der Wasserwacht. Bin auch noch beim Bayerischen Roten Kreuz. Ich spiele Musikinstrumente und schreibe gern Texte zur Musik. Im Sommer gehe ich schwimmen oder in den Bergen wandern oder verreise in andere Länder. Ich war sehr oft in Argentinien von Südamerika, weil meine Großmutter dort gelebt hat. Ich habe Freundinnen, die in der Nähe wohnen und andere, die ich nicht so oft sehen kann. Zum Beispiel in Taizé in Frankreich. Es ist schön, wenn man Freunde hat. Mein Leben auf der Welt macht mir Spaß. Deshalb will ich etwas dafür tun, dass es auch anderen Menschen gut geht. Nach der Schule habe ich nach einer passenden Arbeitsstelle gesucht. Das war nicht einfach. Seit Februar arbeite ich an der Erlanger Kinderklinik. Inzwischen mit einem richtigen Arbeitsvertrag als Sekretärin. Meine Eltern sind auch medizinisch tätig. Wenn die mal aufhören zu arbeiten, dann möchte ich noch bleiben. Ein Leben ohne Arbeit kann ich mir sowieso nicht vorstellen. Und meine erste große Liebe darf nicht fehlen. Ich habe einen sehr lieben und echt süßen Freund. Benny, mit dem ich immer zusammen sein möchte. Er wohnt in Erlangen. Fast jeden Tag treffen wir uns nach der Arbeit. Meistens auch am Wochenende. So wie heute. Auch mit der Liebe sind wir beide glücklich. Das Leben ist schön, auch mit Down-Syndrom. Ich bin total froh, auf der Welt zu sein. Das wollte ich euch sagen. Das Gleiche gilt nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen mit und ohne Down-Syndrom. Nur noch ein kurzes Wort an die, die vorhin gepfiffen haben und stören. Wissen Sie, wir sitzen eigentlich im selben Boot. Vor 70 Jahren hätte man weder Frau Schatz noch Sie in der Öffentlichkeit zu Wort kommen lassen, sondern man hätte Sie und wahrscheinlich auch mich zusammen weggesperrt oder umgebracht. Wir sind hier, damit sich so etwas niemals wiederholt und ich hoffe, Sie sehen das auch so. Ja. Das ist meine Hoffnung. Ich habe dieses Lied am Herzen. Hat jemand ein Mikrofon? Ja! Hoffnung geht da nie zugrunde, auch wenn deine Kraft nicht reicht. Hoffnung ist wie
wie die Morgenstunde, wenn die Sonne dir dein Herz erweicht. Bei manchen funktioniert das nicht, auch nie, aber vielleicht doch eines Tages. Ich war früher auch immer ein Schreier, ich bin ja Rapper. Und ich nehme immer kräftig Position für meine Position, deshalb finde ich das sehr gut, was ihr macht. Ich teile nicht eure Meinung, aber... Eminem is a gentleman. No, no. Na, finde ich nicht so. Ich finde nicht, dass er so super Manieren hat. Aber Eminem is a gentleman and Mr. Lighter hier auch. Und ich gebe ihm als heiligen Brauch zurück das Mikrofon. Und da hat er es schon. Total schmalziges Lied, oder? Ganz schön schmalzig. Aber es kommt aus meinem Herzen. Sorry, Leute. Jetzt mal machen wir A-Trap. Danke, Christoph P. und Team. Das war wunderbar. Und wenn ich so hier in eure Gesichter gucke, ihr glaubt gar nicht, was das schön ist. Da ist ein junges Mädchen, hurra, ich lebe. Ich habe da eben drauf geguckt, hurra, ich lebe, du siehst toll aus. Das können wir alle sagen, hurra, wir leben, das ist wunderbar. Angelika Dose kommt jetzt auf die Bühne und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist die Vorsitzende der Jugend für das Leben und sie bekommt hoffentlich auch einen Applaus. Angelika Dose mit ihren Freundinnen, mit der Jugend für das Leben. Und die Dame mit Lifeguard, das ist Angelika Dose. Angelika. Jugend für das Leben. Wahl hat, ja. Zu leben. Und diese Wahl sollte jeder haben und diese Möglichkeit.